So, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge Total War Troy mit Sparta. Es geht weiter, das Problem hat sich jetzt oben durch den Restart, was auch immer das war. Das war ja immer noch diese Verzögerung, als ich auf so eine Siedlung geklickt habe. Und genau, jetzt geht's weiter. Ich brauche einfach die Ressourcen, um hier Gebäude bauen zu können. Ich würde erstmal hier an erster Stelle. Ja, können wir gucken, dass wir gleich die kleine Epoik bauen für 110 Nahrung. 100 Nahrung durch Einfluss. Wir haben ja hier schon einen guten Einfluss. Und ja, auf der anderen Seite. Ich. Dann an. Goldspiel wäre natürlich auch nicht schlecht. 400 und. Ziemlich viel. 400. Oder ich warte jetzt einfach 3 Runden und baue gleich die starken Gebäude. Kann ich auch machen. Minus 5 Beliebtheit werden wir dann hier haben. Stern rausnehmen. Das, wir würden mit der Aufhebung der Stern, wenn wir das sogar reduzieren können. Das soll natürlich nicht das Ziel sein. Okay. Dann wären wir soweit. Hat er hier noch rekrutiert? Das heißt, hier können wir jetzt angreifen. Definitiv. Ereignisse schon. Bin ich meines Wissens alles schon durchgegangen. Aber trotzdem noch. Genau, Bornhof haben wir gebaut. Goldgrube und Goldschachtanlage haben wir jetzt hier gebaut. Bei Lapa. Habe ich ja gleich auf die nächste Stufe aufgebaut und eine Stadt halt. Und die haben wir auch. Das heißt, die Ressourcen steigen. Immer noch 1700 Holz, obwohl wir 900 per Diplomatie schon wieder weitergegeben haben. Machen jetzt negative Bronze, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ja, er hat ja hier fast nur diese archäischen Schleuderer. Das ist wirklich eine ganz, ganz schlechte Einheit. Die jungen Speerträger sind nicht überragend. Er hat hier Keulenkrieger. Die sind recht gut. Aber auch keine gute Rüstung und ein paar Speerträger. So, dann würde ich sagen, greifen wir mal an. Heard and understood. So, ich erkläre den Krieg. Bitte um den Beistand. Erstmal umkreisen, dann rufe ich die Armee noch ran und ich würde mal schauen, was hier passiert ist. Cannot be done. I think not. Ja, ist hier die Frage, ob ich mich direkt trauen soll von der Insel, wenn ich jetzt da oben hin. Ja, natürlich direkt. Verfahren. Born for war. Understood. In einer Runde können wir hier mal eine Siedlung ausplündern. Bring the pay. Dann mache ich es automatisch. Schön. Siedlung werde ich sowieso nicht behalten können. Deswegen werde ich hier niederbrennen. Obwohl, wenn ich sie niederbrenne, kann ich mir gleich die anderen Gebäude leisten. Und ich brenne sie nieder. Und dann geht's nächste Runde wieder zurück. Und ich kann jetzt noch die Gebäude bauen. Oder eins der Gebäude. Fange ich mal an mit der kleine Polk, genau, und hier kann ich mir ein Goldschmied kann ich mir nicht ganz leisten, da fehlen mir nur noch 300 Häuser, gut, die 300 Häuser, die kann ich auch auftreiben. Mega Tausch. Forderungen. Und Wissenschein. Nee, ich so, und dann müsste ich mir es auch leisten können. Ja, perfekt. Also die Ressourcen sind gesichert. Und dann werden wir jetzt hier die Schlacht sogar mal spielen. Na komm, die spielen wir jetzt auch mal die Schlacht. Ich habe
sehr lange keine Schlacht mehr gespielt. Das haben wir auch mit den Laos auf Rang 19. Also der ist jetzt wirklich ziemlich, ziemlich krass. Man sieht ja auch, was er hier alles hat. Der kann Speer werfen. Rüstungsdurchdringender Schaden. Die wird im Kampf gegen den Verhöhnten gezwungen, gegen ihn zu kämpfen. Er hat geheilte Trefferpunkte. Stellt Trefferpunkte für Verbündete wieder her. Rüstung, Nahkampf, passive Regeneration. Also besser geht's gar nicht. Der kann sich mit beiden Helden hier gleichzeitig beschäftigen. Und mal reingehen. Ich mache aber trotzdem mal die große Armee dann aus. Aber ich möchte die einzeln greifen. Auch jede Menge Bogenschützen hier. 1, 2, 3, 4, 5. 7 Einheiten Bogenschützen. In die erste Reihe packen wir einfach unsere Speerträger. Da müssen wir erstmal durchkommen durch die einzelnen Zugänge. Eieiei, und diese Riesenbogenschütze hat er ja auch noch. Alter, wer hat Aufstellung starten? Die Frage ist, wie greife ich hier an? Kommen wir erstmal in die erste Reihe, weil die haben ziemlich gute Schilde, ziemlich riesige Schilde. Da können die Steinschleuderer eigentlich noch so viel schießen. Alles abgeblockt. Und diese lakonischen Axt, oder diese berühmten lakonischen Axtkämpfer, die haben aber auch eine richtig krasse Rüstung. Anschaut. Mittlerweile, ja, 80 Rüstung. Ja, das ist ordentlich. Boah, echt eine gute Einheit. 50 Nahkampfangriff, 38 Abwehr. 110 Schaden. Das haut rein. Ach, die schnellen Speerläufer habe ich auch noch. Die Flanke hier beschützen. Und los geht's. So, hier werden die ganzen Effekte geladen. So, und da haben wir eine Miliz. Der Speerträger. Die normalen Speerträger darf man gar nicht unterschätzen. Noch mehr Speerträger. Die ganzen Schleuderrate alle in der Innensiedlung. Das heißt, theoretisch kann ich ihn da wirklich verfolgen. Dann wäre es wirklich mal gut, wenn ich da wirklich einen Teil auf die andere Seite bringe und ihn von der anderen Seite dann hier durchjage. Das werde ich machen. Obwohl, warte mal, das ist eine Miliz, die können wir erstmal zerschießen. Ja. Und 3 Salben, dann sind die tot. Bei denen gehe ich mal sogar ein bisschen. Glaube ich, eine Axtkämpfer, noch einer nach vorne. Ja, das hat sich jetzt gleich erledigt. Ich kann eigentlich vergessen, die Einheit. Gucken, ob das auch mit dem Helden so gut klappt. Ja, das klappt ziemlich gut auch auf Helden zu schießen. Wie viel Munition haben die denn? Insgesamt gar nicht so viel, wie man denkt. Aber die müssen das aber locker abwehren können. Ja. Können wir auch mal den Speerträger in den Rücken schießen? Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt.
Mein Wachmodus, den sollte man schon anmachen, der ist schon echt wichtig. Bringt dem das Schild auch nicht viel. Hier, ja, das war zu warten, dass die kaum Schaden bekommen. Die erste Einheitssperrträger ist schon weg. Du musst immer neue nach vorne spielen. Euer Held wird angegriffen. Und komm, hier gehen wir jetzt mal rein. Eine Laos habe ich jetzt ja auch im Kampf, aber der regeneriert ja sowieso die ganze Zeit schon. Erträger, die haben eh keine Rüstung. Wollen wir mal. Wir müssten ja weit überlegen sein. Das Problem war, die anderen nicht im Wachmodus hat, ne? Die haben keine Schilde, die werden jetzt hier erstmal am Anfang richtig viel ganz schön auf die Schnauze bekommen. Was, soll ich jetzt schon zum Großangriff übergehen? Ja, komm. Mal ich machen, dann geht ihr in den Rücken. Er kommt hier in den Rücken. Genau, es geht weiter ins Zelt. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Feuer. Die Bogenschützen finden schon irgendwelche Ziele. So sind die Verluste relativ gering. So gefällt mir das. Freies Feuer. Hat der jetzt schon keine Munition? Ah, ne, das sind ja die Nahkämpfer, genau. Alter. Das sieht doch gut aus aktuell. So gut wie durch. Ja, das sind unsere Armee jetzt hier wirklich völlig überlegen. Am Anfang waren wir da ja unterlegen. Aber jetzt erschrecken wir hier alle für alle ganz schön. Verfolgen. Ja, jetzt, er hat ja fast nur noch Schleuderei. So, ihr hört auch zu schießen, weil das sind sonst zu hohe Eigenverluste hier. Wir haben ihn auch gebrochen, dann kann es hier auch weitergehen. Die haben jetzt zwar keinen großen Angriff, aber mit 8, nehmt mal. Ist die eine mit 55 Nahkampfabwehr, da kommt halt auch nicht durch, ne? Die einen Mann verloren. Also ich muss sagen, diese Sperrträger mit Schild, am Anfang habe ich gesagt, oh, die sind teuer, aber die sind halt auch wirklich ziemlich gut. Ja, hier auch ein paar. Sehr effektive Einheit. Trotzdem sind diese Sperrträger mit Schild natürlich völlig hoffnungslos gegen meine Axtkämpfer, weil die haben. Zum einen eine gute Nahkampfabwehr, die deutlich höher ist als deren Angriff und auch selber einen verdammt guten Nahkampfangriff von 64. Oh, hier sind Riesenbogenträger. Euch werde ich einheizen. Eine Einheit entgegen.
Wir kämpfen jetzt gegen die Speerträger mit Schild, ne? Und da sollte ich zum Beispiel, da müsste ich jetzt meine leichten Speerläufer da abziehen, weil die haben gar keine Chance. Die haben nicht genau eine Chance. Und ja, meine Speerträger mit Schild ist natürlich ebenbürtig, aber wenn jetzt hier natürlich diese Axtkämpfer dazukommen, die haben den Nahkampfangriff. Die müssen da auf alle Fälle auch fighten jetzt. Volle Kanne. Ja, da sieht man nämlich, die machen richtig Schaden, weil 51 Nahkampfangriff gegen jetzt eine Nahkampfabwehr von Speerträger mit Schild. Ex, wieso haben die so eine geringe Nahkampfabwehr auf einmal? Hä? Hä? Gehen los. 22 Nahkampfabwehr haben die nur. Sehr stark reduziert. Warum auch immer die gerade so krass reduziert wird. Nicht erklären. Aber hier reicht eine dieser Einheiten, eine dieser lakonischen Axtkämpfer-Einheiten reicht aus, um es hier eigentlich mit allen Einheiten aufzunehmen. Das passt. Den Laos kann ich auch allein ins Zentrum schicken eigentlich. Aber er kann natürlich auch noch Unterstützung bekommen. Hinten hat er noch ein paar Schleuderer. Ah, die bekommen jetzt auch ein bisschen viel Schaden. Machen natürlich auch Schaden, aber ich hole die jetzt mal raus. Und dann hole ich die Einheit ran und euch ziehe ich raus. Die muss ja nicht vernichtet werden, die Einheit. Verlieren den Mut. Deswegen, wir kämpfen hier gleich gegen zwei Einheiten. Das ist ganz normal und nur noch schwerer. Wir sind zerstört, dann geht's hier weiter. Ah, hier sind noch Riesenbogenträger, die haben wir auch schon soweit völlig in die Flucht geschlagen. Der Masse, die ja mit den Bogenschützen und den Schleuderern schießt, wobei die natürlich eine sehr geradlinige Schussform haben. Dadurch trifft er ja auch ziemlich viele eigene Truppen, würde ich mal. Aber da halten wir Stand. Menelaos geht mal am besten auf den feindlichen Kämpfer. Die schnellen Speerläufer sind auch in der richtigen Position jetzt hier. Sie sind eben schnell. So. Erhöht der Rüstungsdurchdruck bei Schaden. Bald gehört der Siegpunkt des Feindes euch. Aber der Zorn laden. So, und jetzt schießen wir mal zurück. Leider gibt es keine Flammenpfeile oder sowas, aber. Also ich habe ja hier auch einfach mal ein paar Einheiten, die gleichzeitig schon. Ein Bogenschützen ist mir ein bisschen verloren, aber ja, hier sieht man es ja, wenn die jetzt schießen, da die fliegen ja alle direkt. War keine Chance. Aber euch ziehe ich ab. Und wir haben gewonnen. Da sieht man, dass es schon eine ziemlich überragende Armee ist. Aua. Ich überlege tatsächlich, ob ich mir vielleicht mal diesen Blutmord hole für Troy tut, weil. Also wirklich, hier fehlt das Blut wirklich ein bisschen. So in Total War, wo einmal war es mir bisher immer egal. Ich finde es auch in allen Total War-Teilen wirklich ein bisschen schade, dass die da wirklich für dieses Blut immer noch extra Geld verlangen. Warum man das nicht einfach kostenlos macht, aber ja, das ist eben. Hier sieht man die Kills 157. Also diese Speerträger mit Schild sind schon überragend. Und auch die Axtkämpfer, wenn sie gegen die richtigen Einheiten kommen hier. 160 Kills, 230 Kills, also eigentlich alle Einheiten waren hier überragend.
Von ihm ja, seine Bogenkrieger waren ganz gut. Bogenschützen auch noch. Die Speerträger noch. Das habe Kills gemacht hier tatsächlich mit 18, 35, 46, aber ansonsten Katastrophe für ihn. So, wir besetzen die Siedlung. So, hier wird Holz produziert, das kommt auch ganz gelegen. Nächste Runde. Jetzt dann direkt weiter auf die nächste Siedlung. So, mein Lars hat wieder einen Verbesserungspunkt. Dann jetzt hier abklingt, erhöht Schaden. Erhöht der Schaden, das wendet man ja sowieso nicht so häufig an. I see the bigger picture. Hier in die Grenze. Auch keine starke Garnison, die erwartet. I think not. Perfekt. Das Ganze ist aufgegangen. Und dann kann es weitergehen. Oh, ja, wir haben mich vergessen. Jetzt greift er mich hier an, aber das können wir automatisch machen. Ah, die haben mich jetzt wirklich zu vergessen. Ein lakonischer Schwertkämpfer gleich wieder verloren. Ja. Schön. In Sparta muss ich jetzt eine starke Armee unterhalten, weil dort haben wir jetzt absolut jeden Schutz verloren mit der verlorenen Insellandschaft dort. Von Troja. Hückchen. Gucken, wie die Ressourcen jetzt aussehen. Bündeter macht gegen Siedlung mobil. Argos. Scheidung. Davor. Ihrer Wurfspeer mit Eisenspitze, das ist. Haben wir einfach erhalten als Waffe. Endlich Agentenaktivität. Ja, aber hier mittlerweile. Gut, das sind Verbündete, aber. Das ist auch Verbündete. Wir können. Ich schaff's. Und ich rekrutiere auch nochmal nach. Da werde ich nochmal nachrekrutieren. Die Armee komme ich nicht mit. Also so ein bisschen mehr zu erobern dann. Plündern, Überschuss. Erklärt. Ansonsten nichts Wichtiges passiert. Paris und Troja ist wieder abgehauen, beziehungsweise hat er jetzt hier eine Siedlung eingenommen. Das soll. Wenn der sich das Bett lässt. Wasser, ich glaube, Wasser regeneriere ich ja. Besser. Dann baue ich hier die nächsten Siedlungen aus. Ich meine, das bringt ordentlich Ressourcen. Orden, Erfolg. Sehr schön, leg da mit. Das. Perfekt. Bauen. Ja, könnten. Gibt es bessere Möglichkeiten?
Lager des Steinhauers kommt. Mehr Ressourcen wären jetzt echt schlecht. Echt gut. I've got what it takes. In den nächsten Runden werde ich mal ein bisschen aufhören, hier meine Ressourcen einfach alle zu oder nicht. Das hat wieder eine etwas bessere Armee haben. Was wir auch machen können, wir können natürlich einen Agenten hier dann aufstellen oder den hier hinschicken, der die öffentliche Ordnung dann dort erhöht. Können wir tun. Let me at them. Agenten rekrutieren. Dann haben wir aktuell nur einen. Also mit Priestern aus, erhöhen die auch die. Ja, wir erhöhen die. Uns ist Hephaistos, Aphrodite, Apollon, ist. Poseidon. Was Zeus hatte. Zeus hatte einen Nahkampfangriff von Coin-Einheiten, habe ich nicht. Einheiten auch nicht, also das würde ich sagen. Sidon. Bewegungsreichweite auf See. Okay, das ist echt stark. Plus 40% geraubte Schätze nach der Schlacht. Und plus 100 Nahrung pro Runde pro Küstenregion. Ja, das ist echt gut. Dann hole ich mal den für Poseidon. Und die schicken wir dann gleich mal in hier. Hätten wir. Und dann erober ich jetzt hier Setea. Battle warms the blood. Ich habe mich jetzt diese Runde hier selbst ausgeplündert, glaube ich, oder? Kann das sein? Ja, ich habe mich selbst ausgeplündert. State your orders. Das war natürlich nicht so nicht schlau. Wise in war. Ja, kann ich automatisch machen. Hold nothing back. So, das wäre auch erobert. Und jetzt haben wir tatsächlich unseren ersten Traum erfüllt, nämlich die absolute Kontrolle über Kreta. Mission erfolgreich. Danach von Kreta. Mich erobern könnt ihr das Vermächtnis der Könige von einst ehren. Wir kriegen 100 Gold, das bringt ordentlich was. Und Motivation und Nahrung pro Runde. Plus 20% Nahrung pro Runde. Da wird das Minus, ja. Gefiederter kretischer Hut. Ihr zufrieden. Kann ich dem das auch einfach an? Dann kann ich ja der Agentin hinzufügen. Wo ist die? Hier. When the gods speak, the wise listen. Ich kann den Hut nicht. Irgendwo die Ordnung direkt zu erhöhen, ja. Nach erfolgreicher Aktion in eigener Siedlung, das brauchen wir alles. Jo. Was ist das ja hier? So, was haben wir jetzt hier bekommen in Setea? Wir haben einen Tempel des Apollon auf der höchsten Stufe. Ui, plus 6 Rang bei Rekrutierung von Agenten. Die wir da hier rekrutieren können. Die Agenten sind nicht so teuer, da kann man sich eigentlich mal noch ein paar mehr holen. Nehme ich gleich auf einer höheren Stufe.
Die auf der ersten Stufe Baukosten, Goldproduktionseinnahme, Einkommen aus Bronzeproduktion pro Runde. Auch das ist ziemlich gut. Also erstmal hier. Again. Auch wenn das eben, das bringt ja wirklich nur 1, aber das ist ja immerhin etwas. 1 Gunst. I am your bridge to the divine. Bronze oben für den Nahkampf. Wir nehmen das, weil das die Gunst erhöht. Ich will jetzt endlich mal auf diese Göttergunst gehen. Gunstfähig heißt das. Das ist jetzt. Und für Ares machen wir es dann auch nochmal. Perfekt. So, da haben wir hier noch eine Verbesserung. Was nehmen wir dort? Schaden, plus 8% Schaden für alle Einheiten in der Armee. Schaden oder Moral? Im Schaden. So, das ist das nächste Ziel. Hier müssen wir jetzt hin. Denke ich mal, auch kein Problem, die Siedlung zu erobern. Jetzt 350 Gunst haben. Das werden wir alles auf einem Schlag dann haben. 350. Bin ich ja sogar auf gefeierter Stufe dann für Apollon. 20% Reichweite vom Bogenschützen. Nein. I serve the gods. In Ordnung. That is not possible. For glory. Effekte, die auch gleichzeitig laufen. Einfluss. Wir haben in enorm hohen Einfluss jetzt einfach mal. In den nächsten 8 Runden 20 Einfluss. Der Kult von Ares wirkt. Und danach von Kreta. Irgendein Vermächtnis der Könige Kretas wird auferstehen. Wurde hier noch irgendeine Siedlung zerstört? Noch besser ist es, bei diesen spartanischen Kolonien zu schauen. Ja, gut. I'll do it right. Erlass verfügbar. Können wir nochmal den Rang von den Agenten erhöhen? Nehmen wir erstmal zu. Was haben wir sonst noch für Gebäude? Ich hatte gleich nachgeschaut. Hier ein Beliebtheitsgebäude, das ist sehr gut. Kapazität für Gesandte wird erhöht. Auch das ist gut. Holzproduktion. Und reduzierten Unterhalt für alle Einheiten. Das ist noch besser. Dadurch kriegen wir auch so viel Nahrung aktuell, weil die Nahrung, weil die Armeeunterhaltskosten hier deutlich gesunken sind. Agamemnons King. Das ist ordentlich. So, auf Kreta sind wir jetzt fertig. Das ist ja so die südlichste Insel und ich glaube mit auch die südlichsten Regionen, die es gibt auf der Karte. Das heißt, jetzt können wir uns Richtung Norden wenden. Und erstmal die ganzen Insellandschaften da erobern und dann. Oder wir konzentrieren uns auf Lykien und schicken die Armee in Richtung. Ich weiß nicht, was schlauer ist. Jetzt ist es sogar besser, diese Inseln einfach bei ihrem Schicksal zu überlassen. Und sich jetzt auf Lykien zu konzentrieren, könnte auch eine Chance sein. Ich sollte es auf alle Fälle als Chance wahrnehmen. Titel des Reiches erhalten, Anach von Kreta. Das ist nur ein Titel, den wir bekommen. Oh. Kultstufe gestiegen, Hephaistos. Eigenschaft erhalten, plus 2 Zufriedenheit fraktionsweit. Ernach von Kreta, achso, gut, doch ein Titel und der bringt ein bisschen Zufriedenheit. Tauschabkommen abgelaufen, Tauschabkommen abgelaufen. Boom wiederhergestellt. Erlass verabschieden.
Überschüsse, aber unbedeutende Überschüsse. Zinnmarkt und Tempel. Auf die letzte Stufe aufgebaut, ja. Perfekt. Ja, dann würde ich mich an der Stelle verabschieden wollen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis dann. Macht's gut.